Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf der Bester Messe für Berufsstudium und Weiterbildung. Ich befinde mich gerade am gemeinsamen Stand der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Steiermark und der Industrie. Der Stand nennt sich Lehre gefällt mir. Und neben mir steht jetzt gerade Herr Spartenobmann, Herr Hermann Tolowski von der Sparte Gewerbe und Handwerk. Guten Tag. Guten Tag, grüß Gott, so ist es. Von der Wirtschaftskammer Steiermark läuft ja gerade die Kampagne Helle Köpfe, geschickte Hände. Was ist das? Gerade ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Wir haben das seit 2009 im Programm, wo wir in Summe mit unserem Team, das besteht aus 2, 3 Personen, in den Schulen gehen, in den neuen Mittelschulen, früher Hauptschulen, polytechnische Lehrgänge und junge Menschen über Lehrberufe informieren und im Speziellen über das Gewerbe und Handwerk. Denn die wenigsten wissen eigentlich zum Beispiel, dass ein Augenoptiker ein Lehrberuf ist oder ein Orthopädieschuhmacher. Und das machen wir, um junge Menschen für die Lehre zu begeistern. Wie Sie es schon angesprochen haben, bei einer Lehre, beim Lehrberuf denkt man wahrscheinlich als erstes an Friseurin und Mechaniker. Aber die Möglichkeiten sind ja weitaus vielfältiger. Können Sie vielleicht einfach das Spektrum ein bisschen erklären? Wie weit reichen Lehrberufe? Was gibt es da alles? Ja, also, da möchte ich das Alphabet hernehmen. Also A von Augenoptiker bis Z zum Zimmermeister. Also alles dazwischen drinnen haben wir. Bau, wir haben Baunebengewerbe, wir haben die Mechaniker, Lackierer, Maler. Und vor allem auch interessant, wir hatten jetzt diese Berufsweltmeisterschaft in Leipzig 2013. Und wenn man davon ausgeht, dass gewisse Frauenberufe nur quasi den Frauen vorbehalten sind und Männerberufe, Maler zum Beispiel den Männern, dann muss ich Sie enttäuschen, denn die Weltmeisterin, die beste Malerin der Welt, ist eine Steierin und die Frau Peintor und die hat die Weltmeisterschaft in Leipzig gewonnen. Also auch Frauen dringen in Männerberufen vor. Hier am Stand Lehre gefällt mir, kommen ja viele, vor allem Schülerinnen und Schüler her, um sich über Lehrberufe zu informieren. Was sind denn im Moment die beliebtesten Lehrberufe? Die beliebtesten Lehrberufe sind natürlich alle Berufe, die Sie hier sehen. Die Innungen bemühen sich quasi, die jungen Menschen und die Talente für ihre Berufsgruppe zu begeistern. Und ich rate allen Personen, Eltern, junge Menschen, Berufsschullehrer, aber auch normale Schullehrer, hierher zu kommen, sich diese Stände anzuschauen und dann in dem Fach Berufsorientierung die jungen Menschen über unsere Berufe zu informieren. Hinter uns sind ja schon einige Stände aufgebaut. Was kann man hier konkret erleben? Also wir haben jeden Stand so aufgebaut, dass es hier nicht nur passiv ist, dass man zuschaut, sondern aktiv in diesem Geschehen mit einbauen sich kann. Wie zum Beispiel bei den Friseuren hinten, da wird man gestylt, bei den Kosmetikern hinten wird man geschminkt. Hier hat man ein riesengroßes Auge, wo man über die Optiker etwas erfährt. Hier hat man die Kfz-Situation über die Motoren. Und in jedem Stand beim Holzbau gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über das Naturprodukt Holz sich zu informieren. Wir sind aktive Stände, wo sich die jungen Menschen einbringen können. Das heißt, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Können Sie uns 3 gute Gründe nennen, eine Lehre zu absolvieren? Also ich möchte einen guten Grund diesbezüglich bringen und ich möchte also auch hier mein eigenes Beispiel vielleicht bringen. Ich habe ebenfalls 2 Lehren abgeschlossen, bin als Ein-Personen-Unternehmer gestartet, habe mittlerweile einen Betrieb mit 12 Personen, habe eine Meisterprüfung gemacht, eine Befähigungsprüfung gemacht und habe also hier die Motivation gewonnen, junge Menschen ihren Traumberuf weiter auszubilden und ich bilde derzeit 4 junge Menschen aus. Das klingt ja wunderbar. Wir sind ja jetzt gerade im Livestream, das heißt, die Zuseher zu Hause können sich auf den Bildschirmen anschauen, was hier auf der Best gerade abläuft. Haben Sie irgendwelche Worte, die Sie an die Zuseher auf dem Livestream richten wollen? Ja, gerne. Schaut Sie auch Freitag und Samstag vorbei, besuchen Sie uns. Wir sind begeistert und wir haben die Hände offen für unsere jungen Menschen, die wir für eine Lehre begeistern wollen. Herr Tolowski, vielen lieben Dank für das Interview. Gerne.